Ja, grüß euch miteinander. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und möchte auch sehr herzlich zu diesem Patiententag begrüßen. Ich möchte noch gerne Immuntherapie vorstellen. Hochdeutsch? Nein, ja. Was ist eine Immuntherapie und was bedeutet das für unsere Patienten? Vorneweg, ich kann euch eigentlich schon sagen, Immuntherapien sind eine grosse Hoffnung für unsere Patienten und haben eigentlich Krebstherapie revolutioniert. Das Ganze hat eigentlich 2011 angefangen und Entdecker von der Immuntherapie, das ist der Professor Jim Ellison von Texas und der Professor Honjo von Japan, die haben 2018 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Was hat der Professor Ellison entdeckt? Das ist ein Immunolog, der mit Immunzellen gearbeitet hat und während seiner Versuche an Mäusen gesehen hat, dass es ein Molekül gibt, ein Protein, das CTLA-4 heisst, das wie eine Handbremse der Immunzellen funktioniert. Und seine Entdeckung hat es dann ermöglicht, dass man Antikörper gegen das Protein hat können bilden. Und der Antikörper Ipilimumab ist seit 2011 verfügbar und wird eingesetzt. Entdeckung von Professor Honjo, das war etwas Ähnliches. Er hat das Molekül PD-1 und sein Bindungspartner PD-L1 entdeckt. Und das hat dann zur Entwicklung von verschiedenen Antikörpern, mittlerweile sind 6, auf den Markt geführt. Und diese Therapien werden auch grossflächig eingesetzt. Wie gesagt, Immuntherapie, was sie machen, sie lösen die Handbremse vom Immunsystem. Das ist eine Illustration, die der Professor Ellison gerne selber macht. So zum Beispiel gibt. Das ist sehr wichtig für das Verständnis der Nebenwirkungen, die der Professor Novak darauf eingehen wird. Wie entsteht Krebs? Wir wissen, dass das Immunsystem sehr wichtig ist bei Krebsentstehung. Die meisten Personen, meisten Leute entwickeln irgendwann während ihrem Leben Krebszellen, das heisst veränderte Zellen, die dann vom Immunsystem als fremd erkannt werden und eliminiert werden. Wenn das aber nicht funktioniert, können die Krebszellen, die veränderten Zellen, teilen und zum Entstehen von Krebs führen. Und das weiss man, dass Krebszellen, die sich weiterbilden können, dass sie einen Mechanismus gefunden haben, wie dass sie das Immunsystem eben abschalten können, wie sie die Bremse vom Immunsystem ziehen können. Und das passiert mit den Kontrollpunkten, sogenannten Checkpoints, wo Krebszellen das Immunsystem blockieren. Und wir können eben mit einer neuen Immuntherapie die Handbremse vom Immunsystem lösen und machen, dass Immunzellen die Krebszellen als fremd verändert erkennen und können eliminieren. Welche Arten von Immuntherapie gibt es jetzt? Das, was wir gängig anwenden, was in vielen Spitälern angewandt wird, das sind die sogenannten Immuncheckpoint-Inhibitoren. Wie gesagt, sind das Antikörper, also intravenöse Behandlungen gegen die Proteine CTLA-4 oder PD-1 oder PD-L1. Daneben gibt es noch zwei neuere Therapien, das sind die sogenannten zellulären Therapien. Das heisst, man hat tumorinfiltrierende Lymphozyten, Immunzellen, die man Patienten als Therapie wiedergeben kann. Da komme ich noch im nächsten Dia drauf. Und es gibt die sogenannten CAR-T-Zellen. Was ist das Prinzip von diesen zellulären Therapien? Dass sie im Gegensatz zu den Immuncheckpoint-Inhibitoren, die Antikörper sind, also die man als Infusion am Patienten geben kann, sind das personalisierte Therapien. Eine Therapie wird für einen einzelnen Patienten gemacht und kann nur für diesen Patienten gebraucht werden. Wenn wir jetzt hier der Reihe nach gehen, habt ihr hier einen Tumor von einem Patienten und wir nehmen ein Stück Tumor, das analysieren und daraus die Immunzellen isolieren. Die werden analysiert und die Zellen, die es schaffen, Tumorzellen, wenn das jetzt ein Patient ist mit Hautkrebs, nehmen wir ein Stück vom Hautkrebs nehmen und schauen, welche Immunzellen können den Hautkrebs erkennen und eliminieren. Und diese Immunzellen werden nachher im Labor gezüchtet. Man probiert nachher mehrere Millionen von diesen Zellen zu haben und die werden wieder am gleichen Patient geben als Infusion. Das ist im Moment in Studien, wird die Therapie angeboten. Das sind teure Therapien und je nach Tumortyp können 20-50% der Patienten sehr gut auf diese Therapie ansprechen. Sie sind intensive Behandlungen mit verschiedenen Nebenwirkungen.
Im Gegensatz dazu CAR-T-Zellen, das sind ähnliche Therapien, aber anstatt dass man ein Stück Tumor nimmt, nimmt man hier Immunzellen vom Patienten durch ein Prinzip, das Leukapherese heisst. Das ist das gleiche, wie ein Patient Blutstammzelltransplantation bekommt. Man tut das Blut isolieren, aus dem die Immunzellen gewinnen und schaut nachher, dass man mit einer Infektion, einer Virusinfektion, ein Molekül hineinbringt, ein Gen, das macht, dass die Immunzellen nachher gewisse Proteine auf den Tumorzellen erkennen können. Und man wird nachher die Zellen, die verändert sind, genetisch verändert sind, wird man nachher am gleichen Patient als Infusion wiedergeben. Vorher macht man hier eine intensive Chemotherapie. Und das ist auch wieder eine intensive Behandlung. Im Gegensatz zu den tumorinfiltrierenden Lymphozyten ist die Therapie wird schon angewandt. Das sind verschiedene Tumortypen, Lymphom, Leukämie, wo Patienten von diesen Therapien profitieren können. Es sind sehr teure Therapien mit verschiedenen Nebenwirkungen, wo der Professor Novak auch wird darauf eingehen wird. Jetzt ist eine Frage, die viele Patienten stellen. Sie wollen das Immunsystem stärken. Sie wissen, dass das Immunsystem eine grosse Rolle spielt beim Krebs. Was können wir machen? Was ist mit alternativen Therapien? Wenn es darum geht, das Immunsystem mit der Ernährung zu unterstützen, das kann man machen. Es gibt verschiedene Nahrungsmittel, wo man sagt, können das Immunsystem stärken. Das kann Ingwer sein, Knoblauch, Zitrusfrüchte. Da ist nichts richtig untersucht. Das ist auch schwierig, das zu untersuchen. Es sind verschiedene Faktoren, die sicher eine Rolle spielen beim Funktionieren des Immunsystems. Was aber sehr wichtig ist, Patienten, die Homöopathie einsetzen, Bachblüten, verschiedene Globuli und Kügel und pflanzliche Präparate. Und auch wichtig, man kann heutzutage sehr viel über das Internet bestellen. Es wird sehr viel Werbung gemacht, gerade für unsere Patienten, die selber aktiv sind und Krankheit bekämpfen. Dort ist, muss man sagen, es gibt kaum Daten zur Wirkung dieser Medikamente. Erstens ist es vielfach nicht belegt, ob sie überhaupt wirken. Und es gibt gar keine Daten, wie sie denn wirken können. Inhaltsstoffe sind vielfach nicht deklariert oder unvollständig deklariert, sodass man nicht einmal weiss, was man genau nimmt. Darum, das ist, kann manchmal gefährlich sein. Es kann Interaktionen machen mit unseren Therapien. Es kann Nebenwirkungen auslösen oder die Wirkung der Immuntherapie vermindern. Darum, wenn ihr solche Medikamente wollt, nehmen wollt, solche Präparate, das immer bitte in Absprache mit eurem behandelnden Onkolog. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich euch bitte mitgeben. Eine weitere Therapie, die gewisse Bekanntheit hat und beliebt ist, Mischtu-Therapie. Da hat es kürzlich einen Artikel von Professor Beuth, der ein Spezialist ist in Deutschland, der eben für die Zulassung von verschiedenen Alternativtherapien zuständig ist in Köln. Und es gibt auch hier kaum Beleg, dass die Therapien wirksam sind und wie sicher die Therapien sind. Wir wissen, dass Mischeln wahrscheinlich auch das Immunsystem beeinflussen, aber wie genau und in welche Richtung, das wissen wir nicht. Darum, es hat zwei grosse Arbeiten gegeben mit etwa 28 Publikationen, die über 2000 Patienten einschliessen, die diese Therapien gemacht haben für verschiedene Indikationen. Und man hat keine Verbesserung von Lebensqualität oder eine Abnahme von den Nebenwirkungen von verschiedenen Therapien können, belegen mit diesen Therapien. Und es hat überhaupt keinen Einfluss auf das Überleben von unseren Patienten. Wir wissen, dass die Therapien beliebt sind, aber wahrscheinlich bringt es unseren Patienten nichts. Da haben wir unsere Therapien, die viel effektiver sind und wo wir genau wissen, was wir machen. Ja, kann man mit Immuntherapie Krebs heilen? Das ist sehr wichtig. Wir hoffen natürlich, möglichst viele Patienten können zu heilen. Wenn ihr hier schaut, auf dieser Kurve, mit der Standardtherapie, die wir früher zum Beispiel für das Melanom Hautkrebs hatten, da sind viele Patienten es nicht geschafft, ein Langzeitüberleben zu haben. Die sind frühzeitig verstorben, vor allem wenn sie Metastasen hatten. Dann haben unsere Standardtherapien, Immuntherapie, Anfänger, also Vorläufer von Immuntherapien oder Chemotherapie, haben nicht viel gebracht. Und wir haben jetzt mittlerweile mit der Immuntherapie haben wir die Kurve, die Überlebenskurve können verschieben. Das heisst, dass möglichst viele Patienten ein Langzeitüberleben haben. Und wir wissen jetzt, dass ungefähr 15 bis 20% von unseren Patienten mit Immuntherapie ein Langzeitüberleben haben können. Und je länger das Langzeitüberleben andauert, ohne dass es wieder zurückfällt kommt oder neue Metastasen, umso grösser ist die Chance, dass irgendwann man einen Patienten als geheilt betrachten kann. Das ist früher überhaupt nicht die Frage gekommen. Mit Immuntherapie können wir sogar über Heilung reden bei gewissen metastasierten Erkrankungen. Nicht bei allen, aber zum Beispiel Melanom ist ein Paradebeispiel.
Beispiel, wo man heutzutage Patienten mit massiver Metastasierung sogar heilen kann. Und da möchte ich ein Beispiel geben aus unserer Sprechstunde. Das ist ein 76-jähriger Patient mit multiplen Melanom-Metastasen. Ihr seht hier mit dem roten Pfeil angedeutet. Er hat multiple Knochenmetastasen gehabt, Lunge und eine Metastase unter dem Arm und mehrere Metastasen unter der Haut. Und er hat 4 Zyklen Immuntherapie gehabt. Also kombinierte Therapie mit 2 Medikamenten im Abstand von 3 Wochen. Und wir haben ein PET-CT nach diesen 4 Zyklen, also nach 3 Monaten gemacht. Und er hat ein sensationelles Ansprechen. Alle Tumormanifestationen praktisch verschwunden. Er hat noch ein kleines Residuum hier unter dem Arm. Wir werden bei ihm Therapie jetzt weitermachen mit 1 Medikament allein. Und der Patient hat jetzt ausgezeichnete Prognose, sehr grosse Chancen, dass er nach 2-3 Jahren, wenn er immer noch krankheitsfrei ist, als geheilt betrachtet werden kann. Und das ist eine Revolution in der Krebstherapie. Das ist eine massive Verbesserung. Ja, da gibt es andere Seiten. Kann man sagen, was ist denn mit den Patienten, die Immuntherapie nicht wirkt? Leider muss man aber sagen, dass fast bei der Hälfte der Patienten Immuntherapie nicht wirkt. Und wir können nicht voraussagen, bei welchem Patienten wird sie wirken und bei welchem Patienten nicht. Das ist leider nicht möglich. Und da ist werden grosse Forschungsprojekte gemacht. Unser Zentrum ist auch sehr interessiert daran, dass wir möglichst die Patienten, die werden ansprechen, können selektionieren, so dass wir die Patienten, die wir wissen, sie werden nicht ansprechen, vor den Nebenwirkungen von diesen Therapien können schützen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wo die Immuntherapie keinen Platz hat, wo sie nicht eingesetzt wird. Das ist bei Prostatatumoren, bei Hodenkarzinom. Dort wissen wir, es hat Studien gegeben, die Immuntherapie wirken nicht. Das scheint mit der Biologie von diesen Tumoren zusammenzuhängen. Hirntumoren ebenfalls ein grosses Bedürfnis für neuere Therapien, aber leider sind Immuntherapien dort nicht wirksam. Und zum Beispiel auch Brusttumoren, Mammakarzinom, gewisse Untergruppen kann man jetzt mit Immuntherapie behandeln, aber die häufigste Form, die hormonsensible Form, spricht nicht auf Immuntherapie an. Darum kann man auch sagen, man kann auch gerade Münzen werfen, spricht der Patient an, spricht er nicht an, das ist einfach die Zeit, die es wird zeigen. Und mit dem bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Ich danke mich sehr für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen. Ja, besten Dank für die Einladung und die einführenden Worte. Wie ihr gehört habt von der Frau Özdemir, werden wir hier noch ein paar andere Aspekte der Immuntherapie besprechen. Und zwar der Titel eigentlich sind Herausforderungen bei der Betreuung von Patienten mit Immuntherapie. Herausforderungen, die seht ihr hier, die fangen eigentlich schon nur an mit der Tatsache von der ganzen Entwicklung, die wir in der Onkologie haben gesehen haben. Angefangen haben wir mit Chemotherapie. Das ist klein geschrieben, das Wort, das seht ihr dort. Nachher sind molekular zielgerichtete Therapie dazugekommen und jetzt fett, gross und auch der Titel von diesem Vortrag Immuntherapie. Es ist nicht so, übrigens, dass wir heutzutage gar keine Chemotherapie mehr verwenden. Das ist immer noch etwas, was wir sicher noch machen, aber ich denke, die Immuntherapie, wie ihr auch gehört habt, ist eine richtige Revolution geworden. Und meistens bei Patientenvorträgen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was eigentlich abgelaufen ist in der Onkologie, zeige ich aber die Handyentwicklungen. Zeigen. Ich kann mich erinnern, ich bin nicht mehr ganz 25, wie die ersten Handys neu ausgesehen. Das war so etwa das Mittlere, wo ich getrieben war. Und heutzutage kann ich mir vorstellen, dass können sich unsere Kinder, die jetzt die neueste Generation haben, überhaupt nicht vorstellen, wie es war. Aber ungefähr etwas Ähnliches in der Entwicklung der Handys ist im Prinzip natürlich in der Onkologie auch passiert. Und wenn ich auch sehe, dass man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass das gar nicht möglich ist, die modernen Handys zum Beispiel zu haben. Das ist in der Onkologie sehr ähnlich. Jetzt die Entwicklungen oder die Herausforderungen, die wir haben in der Onkologie, speziell der Immuntherapie, das ist vielleicht hier in diesem Dia zusammengefasst. Das sind neue, innovative Therapien. Das hat bedeutet, wir mussten zuerst mal Erfahrungen sammeln. Ist es so in der Schweiz, dass die erste CAR-T-Zell-Therapie, was das ist, hat er gehört am Vortrag von der Frau Özdemir. Das war in der Schweiz zugelassen am 22. Oktober 2018. Die erste solche Therapie haben wir im Inselspital am 8. Januar 2019, also ein paar Monate später, verabreicht. Wir haben zu diesem Zeitpunkt gewusst, wie es das ist. Wir haben auch gewusst, wie man es ungefähr macht. Aber es ist, glaube ich, nicht klar, wenn man etwas das erste Mal macht, dann muss man noch ein bisschen Erfahrungen sammeln.
Man hat gewusst, es hat Risiken und Nebenwirkungen. Im Augenblick können wir darüber reden, und das machen wir eigentlich hier zusammen noch mit der Frau Stamm, über Risiken und Nebenwirkungen. Und das basiert auf eigenen Erfahrungen, die wir mit KT-Zellen zum Beispiel gemacht haben, bis gestern 73 Patienten. Und das sind etwa 50% der Patienten in der ganzen Schweiz. Das heisst, wir haben dort gute Leute im Inselspital. Wir wissen, dass die Therapie eine höhere Wirksamkeit hat. Bei den KT-Zellen ist es etwa so, dass die Hälfte der Patienten profitieren. Und es war auch klar, dass das eine völlig neue Perspektive für Patientinnen zum Ende, aber auch für uns als Behandler bedeutet. Wir haben mal Patienten gesehen, die wir sonst eigentlich gar nicht unbedingt gesehen haben. Schon gar nicht unbedingt für eine Therapie, wo wir zum Beispiel eine Heilige betrachten können. Etwas völlig Neues für uns. Das bedeutet auch, dass wir unsere ganzen Behandlungsprozesse müssen anpassen müssen. Das ist etwas, das nicht abgeschlossen ist, sondern es ist etwas, das konstant weitergeht. Wie wir schon gehört haben von der Frau Özdemir, es geht auch darum, zum Beispiel können voraussagen, den Nutzen, das müssen wir auch lernen. Es ist ja so, dass wir gesehen haben, gerade bei der KT-Zelle, zum Beispiel, wenn jemand rein vom Mechanismus, kann man sich das so gut vorstellen, relativ viel Tumormasse hat und mit zu uns kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen kleiner, dass er davon profitieren kann und das Risiko für Nebenwirkungen ist schon gross. Das heisst jetzt nicht, dass man nicht machen soll, aber sicher etwas, was wir zum Teil haben müssen lernen über die ganze Zeit. Und wie wir auch werden sehen, es ist auch wichtig, einen Umgang zu finden mit den hohen Kosten, die bereits Frau Özdemir in ihrem Vortrag schon erwähnt hat. Darauf wird auch eingegangen. Wir werden bei den Formen von Immuntherapie in diesem Zusammenhang nicht die aktive Immunisierung erwähnen, wo man inaktivierte Tumorzellen gibt, sondern die passive Immunisierung, Infusion von Abwehrzellen, Infusion von Antikörpern oder, wie Frau Özdemir erwähnt hat, die immunmodulierenden Medikamente, also die sogenannte PD-1-Hemmung. Ihr seht hier noch einmal dargestellt den Effekt, wo zum Beispiel ein Antikörper, er hat sich jetzt Rituximab genannt, hier gehabt hat. Schaut, das sind Leute mit einer Lymphknotenkrebserkrankung und die haben nicht so schlechte Prognosen gehabt. Die haben mit 3,5 Jahren hat die, gelebt im Mittel mit alleiniger Chemotherapie und der Antikörper dazu hat das mittlere Überleben auf 8,4 Jahre verbessert. Also ein fundamentaler Unterschied durch einen einzigen Antikörper allein. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel von vielen, kann man sagen. Nachher. Hier brauchen wir einen Antikörper und an den gekoppelt ist ein Zellgift. Das seht ihr hier. Das nennt sich Brentuximab. Das bindet eine Hodgkin-Zelle. Das ist jetzt einfach ein Beispiel. Durch die Bindung vom CD30-Antigen. Und ihr seht hier, wie effektiv der Antikörper ist. Ihr habt das vorher gesehen beim schwarzen Hautkrebs. Hier ist ein Beispiel von einem Lymphom. Ihr seht, schwarz ist überall Krebserkrankung auf der PCT. Und ein paar Monate später sieht die PCT komplett anders aus. Das, was ihr dort links und rechts noch seht, sind die Nieren. Und unten, der Pflatsch, das ist Blase, das ist normal. Und das Hirn ist immer schwarz. Das heisst, es sieht wahnsinnig viel besser aus. Das hat man hier eingesetzt bei jemandem, der vorher eine Behandlung hatte. Und es ist jetzt klar, dass man probiert, die sehr effektive Therapie in der ersten Behandlung zum Beispiel schon einzusetzen. Und das machen wir im Augenblick im Rahmen einer Studie, zum Beispiel im Zusammenhang mit der SAKK. Das ist die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für klinische Krebsforschung. Jetzt, das, was schon Frau Berna Özdemir erwähnt hat, ist, können wir die Wirkung voraussagen. Ihr seht hier, das, was sie auch erwähnt hat, einfach ein bisschen anders dargestellt, über die verschiedenen Tumorentitäten zusammen, wie gut die Leute ansprechen. Das fängt an, wenn man also auf der rechten Seite beim Pankreaskarzinom, ihr seht, dort hat es praktisch niemand, der ansprechen kann. Ihr seht, es hat ein paar Patienten mit einem Kolonkarzinom, das heisst einem Dickdarmkrebs. Es gibt ein paar, und wir haben herausgefunden, jetzt mittlerweile, welche das sein könnte. Es hat ein paar Patientinnen mit einem speziellen Brustkrebs, die auch davon profitieren können. Aber wenn ihr nachher aufgeht gegen links, dann seht ihr zum Beispiel dort das Hodgkin-Lymphom, und da sprechen etwa 80% der Patienten an. Und der Grund ist relativ klar, das hat man natürlich herausgefunden, dass die genetisch so definiert sind, dass sie geradezu eine Einladung haben im Prinzip für den Antikörper, dass der wirken kann. Und das ist etwas, wo man die Biologie ganz neu hat gelernt und jetzt so wissen, wer man wirklich soll behandeln mit diesen Therapien. Das sind sogenannte Biomarker, wo man eben nachher zielgerichtet können, die Therapie einsetzen und Patienten geben, die wirklich davon profitieren können. Jetzt die Kosten, das ist auch schon erwähnt worden. Ich glaube, das muss man ehrlicherweise sagen, das ist echt das Problem. Ihr seht die aufgelistet, das habe ich einfach zusammengezählt. Das ist mir nicht behaftet, ob das wirklich stimmt. Das sind Kosten, die ich probiert habe zusammenzustellen bei einem 70-jährigen Patienten, bei einer 70-jährigen Patientin pro Zyklus. Ihr seht, es gibt Antikörper, die tut man alle 3 Wochen geben. Es gibt andere, die gibt man alle 2 Wochen. Und das ist die Angabe gemäss dem Kompendium. Und Sie sehen, das sind zum Teil ganz erhebliche Kosten. Alle 3 Wochen 5'000 bis zu 10'000 Franken. Ihr seht zum Teil auch Kombinationen.
von Antikörpern. Und wenn ich hier aufliste, was man etwas könnte sagen, ob jemand, also können wir irgendwie voraussagen, ob jemand kann profitieren kann, dann würde ich mal bei denen, wo ich rot angestrichen kann, sagen, dort haben wir gewisse Möglichkeiten, noch zu sagen, der oder die könnte profitieren und der oder die wahrscheinlich nicht unbedingt. Und ihr seht, dass vor allem eines der teuersten Medikamente, die wir einsetzen für das Multiple Myelom, ist ein Antikörper. Dort haben wir es eigentlich nicht. Das heisst, dort müssen wir im Augenblick das einfach geben und doch hoffen, dass es die Therapie wird wirken. Aber wir sind verpflichtet, solche Marker zu suchen und die Therapien zielgerichtet einzusetzen. Jetzt, das sind so Therapien, die, wenn sie nachher zugelassen sind, in den USA oder auch in der Schweiz, wie ihr hier seht, aus Zeitungsartikeln, ich hoffe, ihr könnt das lesen, dann kommt das an die Zeitung, dass sie wirklich Innovationen, so Revolutionen, wie es bereits erwähnt ist. Ihr seht auch, wie viel Geld es da rum ist. Zum Beispiel, die eine Firma ist aufgekauft worden von Gilead, also für einen absolut läppischen Betrag von 12 Milliarden. Das heisst, diese Firma hat sich schon gedacht, das ist wahrscheinlich die Zukunft. Ihr seht hier die Kosten, die man in der Zeitung von einer CAR-T-Zell-Therapie, 475'000 $. Das ist ein Betrag, der wahnsinnig hoch ist. In der Schweiz ist noch interessanter, dass man es gar nicht unbedingt wissen. Es ist nicht öffentlich, wie viel der Preis wirklich ist. Es ist wahrscheinlich ein bisschen tiefer, aber sicher immer noch genug hoch. Das sind also ganz erhebliche Kosten, die da sind. Jetzt, mit dem Gut, die Schweiz ist lamagig, und wir kommen immer solche Zeug spät über. Links unten, das ist, seht ihr das, die Schweiz war nicht das letzte Land, das das bekommen hat. Das heisst, das war gar nicht so schlecht. Wenn ihr jetzt schaut, rechts unten, dann seht ihr hier, das sind Zentren pro 100 Millionen Einwohner in Europa. Und ihr seht, die Schweiz ist schwarz. Das heisst, wir sind nicht bei den Allerersten gewesen, aber wir sind doch ein Land, das die innovative Therapie doch relativ schnell einführen konnte. Für uns war ein anderes Problem, die Zulassung ist das eine und die Kostenübernahme ist das andere. Oben ausgeführt, das haben wir nicht lesen können. Es geht mehr darum, dass ihr seht, wie das läuft. Es gibt einen Gesetzestext mittlerweile, der seit dem Dezember 2019 da ist, der genau regelt, wer es überkommt. Es braucht immer noch eine Beurteilung von einem Vertrauensarzt. Das ist manchmal ein bisschen mühsam, aber es ist zumindest jetzt geregelt. Das war für uns hauptsächlich schwierig im ersten Jahr, wo es aber noch nicht geregelt war. Aber ich glaube, die Schweiz hat dort einen relativ innovativen Weg gefunden, für die Therapie auch zu ermöglichen und Kosten zu übernehmen. Das war speziell hier, weil es etwas ist, was man im Spital auch machen kann. Jetzt zu der spezifischen Nebenwirkung der Immuntherapie. Ihr habt immer wieder von der Bremse gehört. Man tut die Bremse locker vom Immunsystem. Sprich, es ist ziemlich klar, oder, dass das nicht einfach wie eine Chemotherapie ist, dass man das Haar verliert, sondern dass eigentlich die Nebenwirkungen eine Überaktivierung sind vom Immunsystem gegen gesunde Körperorgane. Es ist nicht eine ganz furchtbar zielgerichtete Therapie. Das ist eine Art Nitis, eine Entzündung in der Autoimmunität. Ich kann jetzt mehr oder weniger alles betreffen. Sie kann die Haut betreffen, Hormonbildung in Drüsen, die Leber, das Nervensystem oder auch der Darm. Und das erklärt die Zeit auch Symptome, Patienten mit uns, zum Beispiel zu uns kommen ins Ambulatorium. Ihr habt hier als Beispiel, zum Beispiel, wenn sich eine Darmentzündung zeigt, eine Colitis, wie sich zeigt, dann kann der Patient sagen, ja, Durchfall. In der Diagnostik geht es darum, andere Ursachen auszuschließen vom Durchfall. Komplikationen können passieren, es kann einen Darmdurchbruch geben. Und Therapie ist symptomatisch und da kann man nicht darauf sprechen. Es kann eine Leberentzündung sein, eine Hepatitis. Dort haben Patienten häufig keine Symptome. Das sieht man im Blut. Man tut dort andere Ursachen ausschließen. Und die Therapie ist, das seht ihr hier auf dem nächsten Dia, eine Patientin, die hat einen Lungenkrebs wieder gesehen. Die ist nicht ganz jünger, seht ihr auch. Das heisst, man kann auch ältere Patienten sehen. Jetzt seht ihr rechts eine Blutentnahme. Die obersten zwei Werte sind die sogenannten Leberwerte. Ihr seht, dass nach etwa einer Woche von der Gabe vom ersten Medikament die Leberwerte erhöht sind. Ihr seht das mit einem Kreuzchen dargestellt. Der Kollege und Kollegin, die die Patientin behandelt hat, kennt das natürlich und gibt Prednison. Prednison ist ein Cortison, das tut das Immunsystem blockieren. Und ihr seht dann über die paar Tage, das geht relativ schnell, das sind ein, zwei Tage später, das führt nach zu einer Normalisierung der Werte, dass man die Therapie kurz unterbrechen kann und dann wieder weiterfahren kann. Das heisst, das kennen wir relativ gut mittlerweile. Andere Nebenwirkungen können die Haut betreffen. Das kann sich sein mit einer Rötung, Juckreiz. Therapie ist auch dort symptomatisch, gegen Symptome allein beispielsweise. Es kann zu Komplikationen führen, das sind zum Teil schwerere Sachen. Das gibt es, habe ich selber noch nie gesehen. Und eine Sonderform zum Beispiel ist ein Vitiligo. Das heisst, dort hat einfach das Immunsystem Pigment weggradiert. Und das kann auch so mit weißen Flecken geben. Das ist vielleicht mehr ein kosmetisches Problem. Lungenentzündungen, das kann so geben, dass sie eher schwere Sachen, Husten und Atemnot. Und das kann etwas sein, wo Cortison sicher eingesetzt wird und nachher unter Umständen auch mehr Medikamente. Das ist sicher etwas, wenn es passiert, was nicht ganz ungefährlich ist. Sicher sehr häufig sind Schilddrüsen unter- und über Funktionen, die aber eigentlich nicht unbedingt das Problem sind im Alltag.
CAR-T-Zellen haben ganz spezielle Nebenwirkungen. Da geht die Frau Stamm nachher darauf ein, dass sie zum Teil auch wieder ein Immunsystem, das stark stimuliert ist, Fieber, Schüttelfrosch, Knochenschmerzen, Übelkeit usw. Oder auch neurologische Sachen, die nicht so gut verstanden sind, warum sie das ganz genau passieren, bis hin zu Hirnschwellungen, die zum Teil sehr schwere Symptome sein können. Das ist völlig klar, dass auch dort Cortison eingesetzt wird und andere Medikamente auch. Und im Gegensatz zu den Immuntherapien, die ich vorher erwähnt habe, mit den Antikörpern, sind hier Patienten im Spital. Und ich glaube, das ist etwas, was Frau Stamm von ihrer Erfahrung im Alltag wird berichten. Ja. Dann möchte auch ich euch ganz herzlich begrüßen zum letzten Teil zum Referat Immuntherapie. Ich möchte gerne beim Thema CAR-T-Therapie anknüpfen. Und zwar, wie der Herr Nowak hat ja schon erklärt, was das die CAR-T-Therapien sind. Was wichtig jetzt noch zu wissen ist, die CAR-T-Therapie benötigt mehrere Phasen. Man kann das Medikament nicht einfach aus dem Schrank nehmen und verabreichen, sondern es braucht eine Vorbereitung. Und zwar müssen wir zuerst bei den Patienten die T-Zellen sammeln. Die Sammlung kann geschehen, indem man die Arme punktiert. Oder sofern die Armvenen zu wenig gut sind, tut man die Anästhesie, einen Katheter beim Hals einlegen. Je nachdem kann die Sammlung ambulant stattfinden oder der Patient muss 2 bis 3 Tage ins Spital. Während dieser Sammlung kann der Patient im Bett liegen, kann dazu lesen oder Fernsehen schauen oder sogar ein bisschen schlafen. Und trotzdem kann die Sammlung anstrengend sein für den Körper und der Patient am Abend ist dann müde. Sonst hat aber die Sammlung eigentlich keine Nebenwirkungen und die Patienten vertragen die Sammlung gut. Sobald die Zellen parat sind und erfolgreich gesammelt, kommt die Firma die Zellen im Inselspital abholen. Jetzt kommt eine Phase, die zwar hier nicht sichtbar ist, aber die ich trotzdem auch als eigentliche Herausforderung erlebe. Weil es kommt eine ca. 4-wöchige Wartezeit. Und das braucht manchmal gerade ein bisschen Geduld. Und wir können auch noch nicht von 4 Wochen aus voraussagen, wenn die Zellen parat sind. Erst wenn wir von der Firma hören, dass die Zellen können bearbeitet werden können, können wir den stationären Aufenthalt planen. Das sind dann 3 Wochen im Spital. Zuerst erfolgt dort eine Chemotherapie. Die ist allerdings relativ mild und macht nicht so viele Nebenwirkungen. Es geht nicht darum, Krankheit zu behandeln oder den Krebs zu minimieren, sondern vor allem Platz zu schaffen, damit die CAR-T-Zellen sich nachher ausbreiten im Körper. Nach der CAR-T-Zell-Infusion bleibt der Patient noch 2 Wochen im Spital. Manchmal ist die Zeit etwas langweilig, wenn es den Patienten gut geht. Sie müssen aber da bleiben, damit wir sie überwachen können, auf Symptome und Nebenwirkungen. Wie wir vorher vom Herrn Professor Nowak gehört haben, können bei CAR-T-Therapien z.B. neurologische Nebenwirkungen auftreten. Dort ist wichtig, dass wir sie frühzeitig erkennen können. Darum führen wir von der Pflege regelmässig, also das heisst mehrmals täglich, einen sogenannten CAR-Tox-Test durch. Das mutet manchmal etwas komisch an, weil wir stellen da immer wieder die gleichen Fragen und ein Teil davon beinhaltet einen Schriftbildtest. Das heisst, die Patienten müssen jeweils einen Satz schreiben. Hier sehen wir ein Beispiel von einem Patienten, der bei uns war. Am Anfang nach der CAR-T-Infusion konnte er es ganz schön normal leserlich schreiben. Nach 7 Tagen oder 9 Tagen merken wir dann plötzlich auch, die Schrift wird ein bisschen wackelig. Und nach 10 Tagen sehen wir, die Schrift wird sehr unleserlich und auch nicht mehr gerade. Das sind jetzt die neurologischen Nebenwirkungen, die sich da sichtbar machen. Aber, und das ist ganz wichtig zum Wissen, wir sehen da schon am gleichen Tag, am Tag 10 nach der Infusion, verbessert sich die Nebenwirkung wieder. Und es geht eigentlich immer wieder ganz weg. Und so wie auch der Patient hier, können die Patienten, wenn sie austreten, wieder ganz normal schreiben. Also wie ihr hier seht, aujourd'hui, le jour de quitter l'hôpital est enfin arrivé. So geht es zum Glück eigentlich immer. Jetzt die zweite Herausforderung, die uns begegnet mit diesen CAR-T-Therapie-Nebenwirkungen.
ist das sogenannte Zytokin-Freisetzungssyndrom. Das macht hohes Fieber und wenn das hoch ist, nennen wir das einen Zytokinsturm. Natürlich sind Patienten auf der Abteilung und so können wir ihnen, sie unterstützen mit Medikamenten gegen das Fieber, gegen die Schmerzen, gegen Übelkeit oder auch mit anderen Unterstützungsmöglichkeiten, nicht medikamentös, wie beispielsweise Fieberwäsche. Selten mal ist ein Aufenthalt auf der Intensivstation nötig. Wobei wir Patienten zum Glück nach 2-3 Tagen meistens wieder zu uns zurück auf die Station holen können. Man könnte noch viel sagen zu den CAR-T-Therapien. Aber ich möchte auch noch mal auf die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren zurückkommen. Also die Immuntherapien, die Frau Özdemir und Herr Novak auch schon angesprochen haben. Bei uns im Ambulatorium verabreichen wir vor allem die Medikamente Keytruda und Optivo. Das sind jetzt ganz andere Verabreichungsarten als CAR-T-Therapie. Die werden ambulant verabreicht, als Infusion über die Venen, und zwar nur etwa während 30 Minuten. Für das kommen die Patienten alle 2 bis 4 Wochen aufs Ambulatorium. Zu den Nebenwirkungen ist wichtig zu wissen, dass die typischerweise innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten nach Behandlungsbeginn anfangen können. Es gibt aber auch, dass sie über die Beendigung der Behandlung hinweg bestehen oder sogar erst nachher auftreten. Sie sind aber meistens sehr leicht und rückbildungsfähig. Für uns, für die Pflege und auch für die Ärzte, ist es wichtig, dass die Symptome, die vor allem auch daheim auftreten, die man nicht sieht, dass die durch Patienten dokumentiert werden, damit wir den Verlauf festhalten können. Und es ist wichtig, dass der Onkologe oder die zuständige Pflegefachperson über neue Symptome oder zunehmende Symptome informiert werden. Unsere Pflege begegnet am häufigsten Symptome der Haut, also vor allem Juckreiz oder Ausschlag. Dort ist wichtig zu wissen, dass man Reizstoffe vermeiden und nicht Hautkontakt haben. Also zum Beispiel, wenn man daheim putzen muss, dass man die Händchen tragen. Man sollte Sonnenbestrahlung vermeiden, natürlich auch Solarium und Sauna, aber auch extreme Kälte kann die Symptome verschlimmern. Man sollte milde, pH-neutrale Pflegeprodukte verwenden, die rückfettend und feuchtigkeitsspendend sind. Eventuell kann auch Pflegeprodukte mit Urea hilfreich sein. Die zweite Nebenwirkung, die wir von Herrn Novak gehört haben, ist der Diarrhoe, also Colitis, das heisst Durchfall. Dort ist es wichtig, dass Patienten genug trinken, um den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen. Zudem kann es hilfreich sein, wenn auf ballaststoffreiche und laktosereiche Ernährung für einen Moment verzichtet oder vermieden wird. Wenn wir die Therapien verabreichen, gibt es Broschüren dazu, die viel hilfreiche Informationen drin haben. Und vor allem wichtig dabei ist, dass jeweils eine Patientenkarte oder ein Patientenpass mit dabei ist. Der Pass oder Karte sollte der Patient eigentlich immer bei sich tragen, damit, falls mal ein Notfall eintreten würde oder der Patient aus einem anderen Grund ins Spital muss, das kann aufzeigen und das Behandlungsteam kann informiert werden. Falls ihr mehr noch Informationen möchtet, dürft ihr euch selbstverständlich bei uns melden. Oder auch bei der Krebsliga sind gute Broschüren erhältlich. Die kann man entweder bestellen oder auf ihrer Homepage herunterladen. Ja, die Vorstellung gehört, oder die Veranstaltung steht unter dem Motto Wissen schafft Mut. Uns geht es auf jeden Fall so, dass wir in den letzten Jahren Wissen aneignen konnten und auch Erfahrungen zu den Immuntherapien. Und das hat uns Mut gemacht, dass die viel Nutzen bringen. Und wir haben auch zunehmend Erfahrungen mit den Nebenwirkungen, sodass wir die Patienten dabei unterstützen können. Jetzt hoffe ich, dass wir auch euch ein bisschen Wissen vermitteln können und Mut schaffen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Und die erste betrifft natürlich, ist doch eigentlich verrückt. Ne? Die ganze Zeit wollte man das Immunsystem stimulieren. Und es hat gar nicht so viel gebracht. Und auf einmal hat man gelernt, man muss nur die Bremse rausnehmen. Und auf einmal funktioniert es. Das ist ja toll. Also wir nehmen das Immunsystem, die Bremse raus. Trotzdem ist es so, nehmen wir das Beispiel Brustkrebs. Du hast gesagt, beim sogenannten triple-negativen Brustkrebs wirkt Immuntherapie.
Und bei den anderen Krebsformen, hormonsensitiv und HER2-neu positiv, nicht. Urban, gibt es da eine Erklärung für? Sieht man mich? Also die Erklärung, die man geben kann, ist wahrscheinlich in der Biologie, also in der Biologie begründet von den Erkrankungen, dass die schlicht und einfach das Immunsystem dort eine größere Rolle spielt. Das hat Frau Özdemir schon erwähnt. Im Einzelnen ist das etwas, was schlecht verstanden ist. Und es ist auch nicht so, dass alle Patienten mit einem triple-negativen Brustkrebs profitieren. Aber es ist ganz sicher so, dass beim triple-negativen Brustkrebs das Immunsystem eine wichtige Rolle bei der Überwachung spielt. Sprich, wenn man das Immunsystem kann stimulieren kann, in diesem Fall, dass das eine bessere therapeutische Wirkung hat als beispielsweise im hormonsensitiven Tumor. Es ist schlicht und einfach die Biologie, die sicher anders ist. Das heisst, beim hormonsensitiven und HER2-neu-positiven würde man es heute noch nicht einsetzen? Nehmen wir es jetzt dort noch nicht ein. Denkst du, dass sich das ändern wird in den nächsten Jahren? Das glaube ich nicht unbedingt. Bei den Hormonsensitiven glaube ich es nicht. Bei den Triple-Negativen, wo schlicht und einfach der genetische Angriffspunkt größer ist für das Immunsystem, glaube ich, könnte es durchaus sein, dass wir in Kombinationen das noch häufiger und auch erfolgreicher werden einsetzen. Eine Frage an Frau Özdemir. Nochmal vielleicht als Wiederholung. Gibt es Faktoren, wo wir genau erkennen können, wer könnte von der Immuntherapie profitieren oder nicht? Du hast es gesagt, bestimmte Erkrankungen profitieren gut, Hautkrebs sehr gut, Lungen-Nierenkrebs sehr gut, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Hodenkrebs gar nicht. Aber in den Gruppen selber, Hautkrebs zum Beispiel oder Lungenkrebs, können wir da Patienten, Patientinnen erkennen, die vielleicht besonders gut, wo es sich lohnt, das zu versuchen, und solche, wo es sich vielleicht nicht so sehr lohnt? Ja, wir haben da gewisse Daten. Zum Beispiel beim Hautkrebs ist das so, wir wissen, die Patienten, die eigentlich schlechte prognostische Werte haben, das ist ein Blutwert, das LDH zum Beispiel, die ein erhöhtes LDH haben, das sind wahrscheinlich die, die eher auf die Kombinationsimmuntherapie ansprechen, als solche, die ein normales LDH haben. Man kann hier sogenannte NGS, also Next Generation Sequencing, die Analyse vom Tumor einsetzen und Melanome oder Lungenkrebsarten, die eine hohe Tumormutationslast haben, also die Zellen sehr verändert sind, das kann man messen mit diesen Analysen, die haben eher eine Chance, auf diese Therapien anzusprechen, als solche, die das nicht haben. Paradebeispiel eben Prostatakarzinom. Wir wissen, dass das Tumore sind, die wahrscheinlich über 10, 20 Jahre sich entwickeln und wo wir keine große Mutationslast haben. Also diese Zellen sind Hormonhaushalt abhängig und dort wurde gezeigt, dass die Immuntherapien nichts bringen. Es gibt Subgruppen von Patienten, wenn das solche sind, zum Beispiel, wo es eine genetische Mutation gibt, die zum Prostatakarzinom geführt hat, diese Patienten könnten eventuell auf diese Therapien ansprechen. Also wir haben die Tumorbiologie und auf der anderen Seite haben wir die Faktoren des Patienten und beide. Wir wissen noch zu wenig über diese Faktoren und immer wieder gibt es Patienten, bei denen wir denken, sie sprechen nicht an und trotzdem sprechen sie an. Also das ist noch alles Gegenstand von Untersuchungen. Also es ist auf alle Fälle kompliziert, die Entscheidung über die Immuntherapie zu treffen. Das ist klar. Wer trifft jetzt die Entscheidung? Kann das auch die Hausärztin oder der Hausarzt? Oder muss man da zum Spezialisten an die Insel? Oder wo geht man hin, wenn man wissen will, ob für einen die Immuntherapie in Frage kommt? Ich denke, das sind so komplexe Therapien, selbst für uns Onkologen. Wir treffen auch nicht die Entscheidung allein. Meistens ist das eine Entscheidung, die wir am Tumorboard treffen, wo wir verschiedene Faktoren eben betrachten, die Tumorbiologie anhand der pathologischen Befunde, wo wir uns eben die Bilder anschauen, CT, PET-CT-Bilder und dann evaluieren, was wäre die beste Behandlung für den Patienten. Kommt eine Operation in Frage, Bestrahlung oder sollen wir direkt mit der Immuntherapie anfangen? Darum denke ich nicht, dass unsere Hausärzte diese Entscheidung treffen sollten. Ich denke, das ist zu komplex und zu große Verantwortung, das auf einen Nicht-Spezialisten zu geben. Wir können gerne jederzeit Patienten beurteilen, wenn sie Fragen haben für eine Zweitmeinung oder wenn der Hausarzt die Frage stellt, kommt eine Immuntherapie in Frage. Wie gesagt, sind dann auch die Nebenwirkungen so, dass das vielfach eine multidisziplinäre Behandlung braucht mit vielen Spezialisten.
Warnlisten, wo man schnell reagieren muss. Das kann man in der Hausarztpraxis vielfach nicht gewährleisten. Darum gehören meiner Meinung nach Patienten, die für eine Immuntherapie qualifizieren, an ein Zentrum. Also auf jeden Fall zum Spezialisten. Jetzt nochmal, Herr Urban, du hast sehr viel über die Kosten gesprochen. Das ist ja zum Teil völlig astronomisch. Wenn jetzt der Onkologin oder Onkologin sagt, okay, die Behandlung kommt in Betracht, zahlt das dann die Kasse auch? Ja, die Kasse zahlt das. Ich habe das, ich komme mal gegen Hochdeutsch. Dabei ist aber mein Schnabu Berndeutsch gewachsen. Ja, die Kasse zahlt das. Es gibt klare Kriterien. Man muss immer fragen und der Vertrauensarzt tut das beurteilen und tut das nachher in der Regel gutheissen, vor allem wenn die Kriterien erfüllt sind. Die Kriterien sind vergleichsweise mit anderen Therapien relativ strikt. Und es gibt manchmal Diskussionen, oder? Das kann sich eine gewisse Zeit ausdehnen noch. Also das ist nachher die Wartezeit, die man hat, bis man die Kostengutsprache hat und das nachher kann machen. Und nachher kommt, wie es Frau Stamm erwähnt hat, dort die Wartezeit. Das heisst, die Therapie, da muss man auch Zeit einberechnen, oder? Was halt erfordert, bis das geregelt ist. Und jetzt einfach so kurz erwähnt, das ist halt fast nicht möglich, auszuerwähnen in dieser Komplexität. Aber es ist eine stationäre Therapie und das ist gesetzliche Grundlage, sind gar nicht da gewesen. Und für uns ist vor allem das erste Jahr, wo wir die Therapie angewendet haben, wo es noch gar nicht richtig geklärt war, eine grosse Herausforderung gewesen, weil auf Gesetzesebene das noch gar nicht recht geregelt war. Aber ja, das ist heutzutage mit allen Kriterien, wo das hat, ist das geregelt und das wird übernommen und gezahlt. Also wir sind hier in der Schweiz in der glücklichen Lage, dass auch diese neuen innovativen Therapien bezahlt werden. Das ist nicht überall auf der Welt so. Sozusagen Felix Helvetia, wir sind hier in der glücklichen Situation, dass es übernommen wird. Dann noch eine Frage an Simone Stamm. Du hast sehr viel über die Nebenwirkungen gesprochen. Bleiben die denn oder gehen die wieder weg? Oder gibt es Nebenwirkungen, die für immer bleiben? Dass die Haut immer für immer wehtut, dass die Lunge für immer kaputt ist? Oder sind die so reversibel, dass man nachher wieder genauso gesund ist wie vorher? Also von diesen Therapien, die wir jetzt besprochen haben, gehen die Nebenwirkungen wieder weg. Einige dauern länger, andere nur ein paar Tage. Also man kann das in den Griff bekommen? Ja. Das war jetzt die drängendste Frage. Jetzt kam noch gerade eben eine letzte rein, noch mal zum Melanom. Es gibt unterschiedliche Arten von Melanom. Es kann an der Haut erstehen, es kann an den Schleimhaut, es kann sogar auch im Augenhintergrund entstehen. Wirkt Immuntherapie bei all diesen Ausgangstumoren, also Haut, Schleimhaut, Uvea, Augenhintergrund, wirkt die überall gleich gut, die Immuntherapie? Das ist eine sehr gute Frage. Das illustriert wieder mal eben, dass das Ansprechen von der Biologie und vom Entstehungsmechanismus dieser Melanome abhängt. Die Immuntherapie wird am besten bei den Melanomen, die in der Haut entstehen. Dort haben wir Ansprechraten von ca. 50%. Bei den Melanomen der Schleimhaut ist die Ansprechrate geringer, zwischen 20% und 35%. Das sind Analysen, die man dann aus diesen Studien hat gewinnen können. Das sind auch seltenere Formen, also Schleimhautmelanome sind deutlich seltener als Hautmelanome. Und wo sie wenig ansprechen, das sind die Patienten mit Aderhautmelanomen, also hinter dem Auge. Leider sind bei diesen Patienten die Ansprechraten sehr gering. Das zeigt uns auch, dass der Mechanismus, eben wie diese Melanome entstehen, unterschiedlich ist und wir die Immuntherapie da nicht gut einsetzen können. Wir machen das trotzdem, weil vielfach diese Patienten überhaupt keine alternativen Therapien haben. Ja, ganz herzlichen Dank für die Referentinnen und Referenten. Ich denke, es war spannend. Wir haben eine tolle neue Therapie, aber wie man gemerkt hat, wir müssen mit dem Instrument noch richtig gut lernen, optimal umzugehen. Wann, wo, wie, bei wem, da sind wir gerade am Anfang, ist brandneu, wir haben es gesehen, seit wenigen Jahren erst verfügbar, aber wir in der Schweiz haben die Möglichkeit, rasch darauf zuzugreifen. Aus Gründen der Zeit, glaube ich, hören wir mit der Fragerunde auf. Wir heilen heute mehr als 50% aller Menschen, mehr als die Hälfte aller Menschen, bei denen Krebs diagnostiziert wird, über alle Entitäten hinweg, werden heute geheilt. Das heißt, wir werden auch zunehmend Krebs-Survivor haben. Wir werden nachher noch einen dritten Teil haben, bei dem es sich unbedingt lohnt, weiter zuzuhören, nämlich das Thema Cancer-Survivor.